Als der Raspberry Pi 4 rauskam, habe ich den in voller Begeisterung viel zu schnell gekauft. Damals hat er noch die Probleme gehabt, dass die Temperatur zu hoch war und die Kerne sich gedrosselt haben. Kurze Beschreibung des Problems: über 80 Grad fängt er an, sich zu drosseln. Und das ist auch passiert, denn wenn der unter Volllast war, ist er da deutlich drüber gegangen. Selbst im Idle war der bei mir schon bei 60 Grad oder sogar ein bisschen mehr. Also der ist ziemlich warm geworden. Das lag wohl einer nicht gut angepassten Firmware. Das ist jetzt nachgeholt. Der Raspberry Pi 4 hat 1,5 GHz und das kann man auch überwachen, ob die genutzt werden. Nichtsdestotrotz, der wird ziemlich warm. Man muss sich also Gedanken machen, wie man die Hitze wegkriegt von dem Teil und das Runterdrosseln auch verhindert. Zum Beispiel, wenn man irgendwas mit hoher Last darauf ausführt, kann es immer noch passieren, dass er nah an diese 80 Grad Grenze kommt. Gerade wenn er in einem Case verbaut ist, wo die Hitze auch nicht gut rauskommt, kann das Problem nochmal zunehmen. Deshalb habe ich mich für einen Case von Flirk oder Flirk, wie auch immer man das ausspricht, entschieden. Das hat so einen Vollmetallrahmen, möchte ich mal das nennen. Und da ist ein Verbindungsstück dran, das das Case quasi mit der CPU verbindet, mit so einer Wärmeleitpaste dann quasi als Aufkleber. Und so soll dann die Hitze oder die Temperatur auf das Case, das eine viel größere Oberfläche hat, als nur die Mini-CPU da verteilt werden und dann quasi über Luftkühlung passiv abgeführt werden. Das Teil kostet stolze 20 Euro, ich finde aber, es ist erstmal sein Geld wert. Ich habe jetzt also einen kleinen Benchmark gemacht und mal geschaut, wie das Teil so performt. Im Hintergrund habt ihr jetzt gesehen, wie man das Ding zusammenbaut. Das ist relativ selbsterklärend, da möchte ich nur ein Wort zu verlieren. Eine der vier Schrauben hat in keine der Halterungen gepasst. Ja, das finde ich für so ein teures Case eigentlich inakzeptabel. Ich schaue jetzt mal, ob ich da eine Teilerstattung bekomme, scheint aber ein bisschen schwierig zu sein. Geärgert hat es mich trotzdem bei so einem hohen Preis, dass die Fertigungsqualität da so schlecht ist. Ich habe also dann improvisiert und habe eine von meinen eigenen Schrauben benutzt. Also ist es für mich halb so wild, trotzdem hat es mich natürlich geärgert. Ich habe mir mal einen schönen Befehl rausgesucht, Sysbench heißt der, und damit kann ich einfach die CPU auf Volllast bringen. Mit 4 Threads sind dann auch alle 4 Kerne voll ausgelastet. Hier oben sieht man im Top, dass der 100% CPU-Last hat. Da habe ich mal ein Beispiel-Screenshot, da ist er gerade auf 73 Grad, da habe ich einen Watch drauf laufen, das heißt, er aktualisiert sich hier alle 2 Sekunden und ich konnte dann die Temperatur live beobachten. Rechts der Screenshot ist die aktuelle Taktrate der CPU und solange die auf der steht, ist er auch auf der maximalen Frequenz und drosselt nicht runter. Meine Tests habe ich einmal mit dem Case gemacht und einmal komplett ohne das Case. Das heißt, er war nicht in einer Hülle drin. Wäre der in einer Hülle gewesen, die die Luft nicht gut rausgelassen hätte, wäre er wahrscheinlich wärmer gewesen. Ohne Case komme ich auf Volllast an die 78 Grad Celsius ran. Also das ist kurz vor Drosselung. Ich habe zwar nie beobachten können, dass er wirklich an die 80 gegangen ist in den 10 Minuten Volllast. Ich habe auch nie gesehen, dass die Frequenz runtergegangen ist. Also die war immer am Maximum, also ohne Case geht das so einigermaßen. Aber wie gesagt, das ist hart an der Grenze. Wenn man jetzt also ein Case hat, das die Luft nicht gut rauslässt, läuft man Gefahr, doch wieder in diese Drosselfalle reinzulaufen. Das gleiche jetzt nochmal mit dem Case von Flirk. Da bin ich nur auf 47 Grad gekommen. Das ist ein Riesenunterschied. Die CPU-Frequenz natürlich auch unverändert, solange die nicht bei 80 Grad ist. Und das gleiche habe ich auch nochmal im Leerlauf getestet. Da bin ich dann auf noch kältere Werte sozusagen gestoßen. 46 Grad ohne Case. Mit Case 39 Grad Celsius. Also ich würde zwar eine Kaufempfehlung aussprechen, ich war nur enttäuscht über die nicht passende Schraube.